So, und jetzt, wo das abgeschlossen ist, gehen wir aber nochmal zurück zu Alexis. Thanks, Mister. Next time you get a hang. Weil die hatte, glaube ich, grundsätzlich noch Quests offen. Und ich frage mich, ob die jetzt verfügbar sind, nachdem wir seine Quests abgeschlossen haben. Ob sie jetzt wieder so eine Zutatenjagd für uns vielleicht hat und uns wieder durch die ganze Stadt jagt. Und uns dafür das absolute Over-God-like Deluxe Supergericht 2007 macht. Das wird gut. Ich mein Hirn ist so matschig. Es wäre so schön, wenn man von Innenräume in andere Innenräume reisen könnte. Nur wegen der langen Ladezeit. Hab mir das auch in Fallout 4 immer gedacht. Warum kann ich nicht einfach von Innenraum A nach Innenraum B reisen? Warum muss ich immer erst Innenraum A verlassen und dann in der Overworld zu Innenraum B reisen, bevor ich den dann betreten kann? So viele unnötige Ladezeiten, die man sich sparen könnte, wenn man einfach von Innenraum direkt zu Innenraum reisen könnte. Reisen durch Raum und Raum. Ohne Zeit. Aber nein. Da fahren wir schnell mit dem Skateboard zu Fuß. Oder so ähnlich. Warte mal, ich fahr falsch. Wo fahre ich denn schon wieder hin? Da müssen wir lang. Bam, 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 bam. Hoffe ich, dass ich das überhaupt mit ihr machen kann, reden kann. Ah, ich habe von meinem Bruder gehört, dass du bei ihm etwas ganz Besonderes vorgesetzt bekommen hast. Stimmt, ein kreolisches Spezialgericht mit dem klangvollen Namen Garnelen au Creole. Wir haben eine neue Quest. Chambalaya der FBI. Was? Ich habe außerdem gehört, du hättest gesagt, dass dir mein Essen besser schmeckt. Stimmt doch. Du siehst eben nicht nur gut aus, du hast auch noch einen guten Geschmack. Beide Gerichte waren hervorragend. Ich habe ihm nur ehrlich gesagt, was mir persönlich mehr zugesagt hat. Gott steh mir bei, bescheiden ist er auch noch. Weißt du was? Als Dankeschön bekommst du mein Spezialgericht ab jetzt immer zum Sonderpreis. Irgendwie muss ich mich ja dafür revanchieren, dass du mein Kachun-Food gewählt hast. Kennst du eigentlich diese Redensart, Schätzchen? Hunger ist der beste Koch? Ich weiß zwar nicht, von wem das stammt, aber der hat definitiv recht damit. Das habe ich jetzt vor kurzem in irgendeinem Film gehört. Wie war das gleich nochmal? Weil Hunger ist der beste Koch, sagen wir im Deutschen. Im Englischen ist das Sprichwort ganz ähnlich. Da gibt es ein sehr ähnliches, aber leicht anders. Und ich habe mir gedacht, das finde ich fast schöner. Soße. Genau. Hunger is the best, sauce. Hunger ist die beste Soße. Das finde ich fast noch treffender, wie Hunger ist der beste Koch. Weil, ne, Soße. Soße macht Sachen schmackhaft, die eigentlich nicht so schmackhaft sind. Ich finde, das ist noch ein bisschen treffender wie der Koch. Aber es ist ja nur nebenbei. Habe ich jetzt mal gehört in irgendeinem Film und dachte mir, ah, interessant. So heißt das also im Englischen, das Sprichwort. Na gut. Wenn man schon so etwas Besonderes isst, sollte man es nicht auf vollen Magen tun. Ich soll also mit hungrigem Magen zu Ihnen kommen? Oh ja, glaub mir, du wirst die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Inwiefern?
Auf leeren Magen kannst du so ein Spezialgericht, seine Wirkung viel besser entfalten. Und wie leer soll mein Magen ungefähr sein, bis du knapp am Limit bist, würde ich sagen. Bis ich knapp am Limit bin. Mir kommt gerade eine großartige Idee. Wenn du wieder Hunger hast, komm vorbei. Dann beurteile ich, wie groß dein Hunger ist. Und entscheide, ob du was von meinem Spezialgericht bekommst oder nicht. Bis dahin kein Spezialgericht für dich. Was sagst du dazu? Du willst doch auch das besondere Geschmackserlebnis, oder? Bis ich knapp am Limit bin. Hey Zack, eigentlich habe ich ja keine Lust für gutes Essen zu verhungern. Aber wenn du die Herausforderung annehmen willst, halte ich dich nicht zurück. Du weißt, ich stehe immer hinter dir. Ja, na dann verhungern wir mal. Blöd, dass ich mir jetzt gerade den Magen so super vollgeschlagen habe. Und einen Schlafsack habe ich wieder nicht gekauft. Hätte ich im Hotel kaufen können nämlich. Dodge, Zigaretten hätten wir jetzt viele. Ich schau mal, ob ich viele, sagen wir, wenn wir 4 starke Zigaretten haben. Aber ich glaube, so viel habe ich nicht. Aber wenn, rauchen wir jetzt einfach 2 Tage lang. Stehen wir jetzt 2 Tage lang vor ihrer Kneipe, vor ihrer Kegelhalle, Schrägstrich-Restaurant und rauchen. Ja, das machen wir, bis wir kurz vorm Verhungern sind. Rauchen bis zum Verhungern, na dann. Eigentlich gehe ich, man verhungert in dem Spiel nicht so schnell. Wenn die Hungerleiste leer ist, verliert man ganz langsam Energie. Insofern können wir ruhig wirklich die Hungerleiste komplett leeren, damit sie auch wirklich leer genug ist. Oder, Kater? Gennen? Oder? Gennen? Ich würde ihn gerne dazu bringen, dass er mich anmiaut, aber er guckt nur doof. Und schmust sich immer ans Mikrofon, als ob er es wüsste, dass er da komische Geräusche erzeugt. Rauchen. Und selbst Bräuner. Ich habe genug extra starke Zigaretten. Na dann rauchen wir uns in die Zukunft. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Feuerzeuge. Husch, husch. So. Das war der erste Skip. Und der zweite kommt zu Glip. Oder so ähnlich. Frag mich, ob wir jetzt die ganze Nacht durchrauchen dürfen oder ob um Mitternacht die Monstersequenz kommt und unser Rauchen abbricht. Halte ich für recht wahrscheinlich, ne? Ah nee, wir dürfen sogar weiter rauchen. Aber trotzdem ist es jetzt Monsterzeit. Snap! Warum erscheinen denn nur so Türhainis? Ich meine, ist okay, die droppen ganz gute Sachen, ganz gutes Crafting-Material. Oh, da ist er. So, aber eigentlich bin ich gar nicht hier. Um Schatten zu jagen. Brauchen wir nochmal eine extra starke Zigarette oder 2? Wahrscheinlich eher 2 oder 3 sogar. Oder 4. Rauchen ist Waffenstillstand. Da greift man sich nicht an. Auch wenn man irgendwie geisterhafte rote Monsterschatten aus einer anderen Dimension ist. Wenn man sagt, okay, Raucherpause, Zigarettenpause, dann ist Waffenstillstand. Das ist universeller Ehrenkodex. Egal aus welchem Universum euer Monster kommt, merkt euch das. Zigarettenpause ist... Zack, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach.
Er hat endlich Hunger und es ist gerade mal 6 Uhr morgens, aber wir müssen noch ein bisschen mehr hungern, befürchte ich. Aber vielleicht noch eine starke Zigarette, dann macht vielleicht der Laden gerade wieder auf nachmittags und wir sind wirklich ausgehungert. Ihr müsst auch nicht wirklich rauchen. Sagt einfach nur Zigarettenpause und dann setzt sich das Monster hin und holt seine Zigaretten raus und dann wird erstmal geraucht. Zigarettenpausen können so lang sein, wie ihr wollt. Auch für immer. Universelles Friedensdingens. Zack, I can't go on. We need to eat something. Yep, jetzt sind wir hungrig genug. Ich hab super Hunger. Also nicht ich wirklich. Ich hab überhaupt keinen Hunger. Zack, nee, York hat Hunger. Sag mal, läuft die Musik hier drin immer? Die kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor. Das ist der Ententanz. Ach herrje, Mini. Du siehst völlig verhungert aus, Schätzchen. Du stirbst mir gleich weg. Ich mach dir sofort den Chambalaya der FBI. Setz dich drüben hin und warte kurz. Hallo, I am the Zenit und willkommen. Danke fürs Followen. Unglaublich, Alexis. Ich fühle mich wie von einer unbändigen Kraft erfüllt. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Cajun Food ist die Seele Louisianas. Nicht wie kreolisch, das ewig der europäischen Küche nachhängt. Nein, die Cajun-Küche ist hier geboren und wird hier gehegt und gepflegt. Die Menschen hier nahmen, was die hiesige Natur zu bieten hatte und entwickelten es weiter. An einem solchen Essen müssen einfach geheimnisvolle Kräfte innewohnen. Und jetzt war es auch dir vergönnt, seine Geheimnisse zu ergründen. Aber diese Wirkung kann ich nur erzielen, wenn ich es auf leeren Magen esse? Aber nein, Schätzchen, dein Körper hat sich bereits auf Cajun Food eingestellt. Also wird es ab jetzt immer diese Wirkung haben, egal wie hungrig du bist. Hunger ist der beste Koch, Zack. Eine faszinierende Weisheit. Ich werde sie mir merken. Aber sagen Sie mal, Alexis, jetzt wo ich Ihr Spezialgericht auf leeren Magen probiert habe, ob ich das als nächstes auch bei Davis Essen ausprobieren sollte? Gute Güte, nicht doch. Was für ein Unfug. Du hast wirklich nichts verstanden. Das Essen meines Bruders hat seinen Ursprung an königlichen Höfen. Es ist das Essen von Leuten, denen Hunger fremd war. Anders als bei meinem Soul Food wird sich Hunger dort damals kaum als der beste Koch erweisen. Davon abgesehen, mir reicht's jetzt mit dieser sinnlosen Rivalität. Das nimmt doch sonst kein Ende. Dieser Wettstreit um das beste Essen ist hiermit beendet. Dein heutiges Erlebnis hier bleibt unter uns und gut ist. Okay, Hunger ist der beste Koch abgeschlossen. Aber welche seltsamen, von was hatten die geredet? Welche Effekte haben wir denn jetzt? Ich weiß nicht, welche Effekte wir jetzt haben. Ah, wir können jetzt echt schnell rotieren. Keine Ahnung. Egal. Irgendwas wird schon sein. Speichern wir mal. So, jetzt lass mich nochmal in mein schlaues Büchlein gucken. Der Fieselschweifling Almanach. Was haben wir denn hier? Welche Nummern fehlen denn noch? 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, aha, 25, 26, 27, da fehlt eine ganze Questreihe, aber wir haben jetzt theoretisch alle, die wir kennen, gelöst, ne, das sind irgendwelche losen Enden,
irgendwelche, vielleicht sogar Questgeber, die ich noch nicht gefunden habe, oder neue Questreihen. Bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt mal gucken. Ich schau mal. Ich google mal neben Quest 25 irgendwas. Keine Ahnung. Werden wir schon was finden, was uns einen Tipp geben kann, wo wir weitersuchen nach den nächsten Quests. Deadly Premonition 2. Was gebe ich denn jetzt ein? Side-Quests einfach mal. Schauen wir mal, ob es schon ein Side-Quest-Register von irgendwem gibt. Ob sich schon wer die Mühe gemacht hat. Ah, da findet man schon ein bisschen was. Mal schauen, ob das vollständig ist. Deadly Premonition, 25. Emma's Challenge. Emma's Challenge? Muss ich zu Emma? Huh. Warte mal, das ist irgendwie kein sehr guter Guide. Ich muss mal nochmal was anderes suchen. So, der ist gut. Reddit. Auf Reddit, Deadly Premonition, ja. Da hat jemand einen Thread erstellt mit allem, was das Sidequest-Herz begehrt. Sehr schön. 25. The Lord blesses wisdom. Muss ich etwa zum Priester? Was denn jetzt? Ah ja, tatsächlich. Kirche. Finde ich cool. Ich dachte schon, mit dem Priester sind wir fertig. Ich mag den Charakter, der ist witzig, der ist abgedreht, der ist weird, der ist seltsam. Da gehen wir hin. Die Frage ist, muss ich mit ihm als Priester oder als Arzt reden? Das werden wir herausfinden jetzt. Aha, aha, aha. Hat der auf einmal noch Quests für uns? So ein Schlingel. Oh Gott, ey, es ist spät. Es ist spät und mein Hirn ist Matschepatsche. Ich hätte ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt, dass wir heute mit allen Nebenquests fertig werden. Sieht aber nicht so aus. Ist aber nicht schlimm. Machen wir dann nächste Woche Dienstag. Aber ich hätte nächste Woche Dienstag schon fast gern. Es ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen ein Dilemma, weil ich würde echt gerne, bevor No More Heroes 3 erscheint, No More Heroes 1 und 2 im Stream nochmal durchspielen. Da hätte ich voll Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das mit der Steuerung noch irgendwie gut hinhaut und ob das, keine Ahnung, aber ich hätte voll Bock, die beiden Spiele mal wieder durchzuspielen. Und jetzt vor dem dritten Teil wäre es natürlich super cool. Aber ich hoffe immer so ein bisschen drauf, aber das ist eher Wunschdenken, dass eventuell eine Collection vielleicht noch für die Switch kommt oder sowas. So, was wollte ich machen? Ah ja, zur Kirche. Dass vielleicht noch Deadly Premonition 1 und 2 Remastered auf der Switch erscheint, bevor der dritte Teil erscheint. Ähnlich wie es ja auch bei Deadly Premonition der Fall war. Und das wäre natürlich super gut, weil jetzt irgendwie die Wii wieder rauskramen und dann irgendwie auf der Wii, na, keine Ahnung, habe ich nicht super viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Wäre schön, wenn das nochmal irgendwie, von mir ist auch auf der PS4, aber ist ja egal, aber so ein Re-Release wäre schön. Naja. Have you come seeking? Mein Sohn, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Okay, jetzt gerade hat er keine Zeit. Dann rauchen wir mal kurz. Und schauen mal, ob er dann Zeit hat. Eine normale Zigarette, ein paar Stunden. Ich glaube nämlich, der ist erst wieder irgendwie spät abends dann ansprechbar eigentlich. Müssen wir mal gucken. Irgendwann nachmittags, abends erst. Ich glaube, kurz bevor die Kirche zusperrt, wird er erst Arzt oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Da steht unser Freund Xavier. Well, Bureau Man. Bureau Man. Ja, okay, nee. Das kennen wir.
Hä? Ich habe Angst, dass wir jetzt gleich wieder irgendwo hin teleportiert werden, wenn ich mit ihm rede, aber ich versuch's mal. One can of Spam. One can of Red Beans. And one can of Spinach. You are to... Hey, Tyra. One can... Ja. Die Quest ist super gut, aber ich befürchte, wir müssen jetzt wahrscheinlich erst, da wir Kapitel 2 neu gestartet haben, die The Lord Hungers Quest nochmal abschließen, bevor wir überhaupt die andere Nebenquest von ihm kriegen. Befürchte ich, weil sonst redet er nicht mit uns. Na, dann machen wir das halt von mir aus. Ich glaube, so problematisch ist die Quest eh nicht, ne? Ein paar Fetch-Quests, ein paar hier ein bisschen, da ein bisschen... Das machen wir halt schnell, mein Gott. Oder ich springe an den Anfang des dritten Kapitels. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Aber schauen wir mal, wenn das nicht zu lang dauert, machen wir das jetzt schnell. What? What? Warum? Was mache ich denn falsch? Ach so. Okay, Zack. It's time to put our skills to the test. Okay. Die wollte ich jetzt gar nicht unbedingt überspringen. Unser Skateboard ist so schön kaputt gegangen. Aber wir kennen das ja alle schon. Ich will schnell jetzt hinter uns bringen. Wirklich, einerseits hätte ich Bock, mir die Dialoge nochmal anzuhören und die Szene nochmal zu sehen. Hello. Aber da schaue ich mir die Stream-Aufzeichnungen an, wenn ich das nochmal sehen will. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles. Das passt schon. Jetzt werden quasi hier im Kapitel 2 im Grunde die ganzen einzelnen Händler und Questgeber vorgestellt. Deswegen müssen wir jetzt hier so eine kleine Fetch-Quest machen, bevor wir weitermachen dürfen. Leider. Jetzt ist unser Skateboard kaputt. Aber zum Glück haben wir schon die ganzen Schnellreisepunkte. Aber das ist am Anfang ein ziemlich langer Weg, den man da tatsächlich latschen muss. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir ganz schön lang unterwegs, bis wir bei unserem Meister Miyagi waren, bei unserem Mr. Miyagi. Aber jetzt können wir da einfach mit Wyvern schnell reisen. Spart man sehr viel Zeit. Aber ohne Skateboard ist man schon eine ziemlich lahme FBI-Ente. Ich meine, guckt euch an, wie lange das dauert, bis ich hier einmal um dieses Kühlhaus rumgelatscht bin. Und dabei haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, schon mehr als Standardausdauer. Ich glaube, eigentlich ist Ausdauer nur 100. Wir haben wenigstens 150. Trotzdem dauert es ewig. Ach ja. Das fand ich ehrlich gesagt fast ein bisschen lame, ehrlich gesagt, wie die Story von ihm sich so entwickelt. Das war irgendwie zu vorhersehbar, oder? Ich meine, rückblickend betrachtet war auch die Story vom ersten Teil oder die Verwicklung einiger Charaktere vorhersehbar, aber irgendwie schöner verwoben, schöner versteckt auch ein bisschen. Das hier ist irgendwie zu offensichtlich gewesen. So offensichtlich, dass man sich dachte, nee, ist es bestimmt nicht und dann ist es doch. Smarty Pants. Hat mir nicht so gut gefallen wie im ersten Teil. Nee, genau. Der hat nichts mehr, glaube ich. Yeah.